Seltsamer Gräber Part 5. Caroline war ein deutsches Mädchen, was mit 16 Jahren an Tuberkulose starb. Das Seltsame hier an diesem Grab ist, also nicht nur, dass es wunderschön aussieht, ihr Tod ist 150 Jahre her und trotzdem liegt auf ihrem Grab fast jeden Tag frische Blumen und keiner weiß, wer diese Blumen bringt. Selbst als mal dieser riesige Orkan gewütet hat und der Friedhof abgesperrt war, selbst am nächsten Tag lagen frische Blumen auf ihrem Grab. Keiner weiß, wer die Blumen da hingelegt hat. Vielleicht war es ja ihr ehemaliger Geliebter, der mit ihrem Tod nicht klarkam. Und vielleicht ist manche Liebe ja wirklich unsterblich. Eigentlich eine schöne Story.